Und zu diesem Thema ist uns jetzt zugeschaltet Oliver Schröm. Er ist Journalist und Chefredakteur des Recherchenetzwerks Korrektiv. Herr Schröm, 200.000 Euro in einem Banksafe. Man muss betonen, das ist nicht illegal, Bargeld in einem Safe zu haben, auch in dieser Höhe. Aber was denken Sie, was könnte das für Geld sein? Gut, über das Geld können wir jetzt wirklich nur spekulieren. Also da ist überhaupt nicht klar, ob das einen Zusammenhang zu dieser Cum-Ex-Affäre gibt. Aber es gab immer wieder Geldzahlungen, da gab es Zusammenhang. Also Johannes Kahrs hat lobbyiert für die Warburg Bank beim Finanzministerium, beim BaFin, hat ihm auch den Weg bereitet zu Olaf Scholz und hat im Gegenzug dann Parteispenden eingefordert und hat sie auch postwendend bekommen. Insgesamt 45.500 Euro wurden an die Hamburger SPD überwiesen und ein Großteil des Geldes ging an seinen Wahlkreis. Es geht jetzt im Prinzip um 47 Millionen Euro. Das wäre eine Steuerrückzahlung, die Warburg Bank hätte leisten müssen und auf die Finanzverwaltung in Hamburg verzichtet hat. Was vermuten Sie, warum hat man verzichtet auf dieses Geld, zumindest dieses Geld einzufordern? Es sind ja mittlerweile auch Chatnachrichten von einer Finanzbeamtin aufgetaucht, die ursprünglich gefordert hat, das Geld zurückzuholen. Dann gab es ein Treffen in der Finanzbehörde, also im Hamburger Finanzministerium. Und da wurde umentschieden, dass man auf das Geld verzichtet. Und aus damaliger Sicht war klar, dass es am Ende des Jahres verjährt. Und sie hat dann anschließend eine Freundin, die auch bei der Finanzbehörde arbeitet, geschrieben, so, mein Plan ist aufgegangen. Und da war die Rückfrage, also wir lassen es verjähren. Die Antwort war ja. Also es war ein Wille von vielen Finanzbeamten, dieses Geld verjähren zu lassen oder die Ansprüche darauf. Da gibt es jetzt aber keine Beweise. Zu Beweis ist nur dieser Chat der einen Finanzbeamtin. Das muss doch eine Entscheidung sein, die auch viel höher gefällt worden ist. Es gab ein Treffen, da waren hochrangige Finanzbeamte aus der Finanzbehörde dabei, quasi in die Hierarchie, die Nummer 3 hinter Peter Tschentscher. Peter Tschentscher war eingebunden, also es gibt auch einen Paper Trail. Er hat da auch darauf unterschrieben, bitte mich auf dem Laufenden zu halten. Er hat auch anschließend sich über das Ergebnis erkundigt. Und er hat nicht verhindert, dass man das Geld nicht zurückfordert. Könnten Sie uns noch mal Näheres diese 200.000 Euro Bargeld, die ja schon im vergangenen Jahr gefunden wurden, in dem Banksafe gehören ja Johannes Kahrs. Können Sie noch mal Genaueres sagen, was denn vielleicht seine Rolle gewesen ist? Also Sie haben eben gesagt Lobbyismus, also er hat Verbindungen hergestellt. Er hat für die Bank lobbyiert, das ist zweifelsfrei, da gibt es auch genügend Belege. Deswegen wird auch gegen ihn ermittelt wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Deshalb wurde bei ihm durchsucht und deshalb hat man letztendlich auch dieses Schließfach gefunden mit den 200.000 Euro, aber die, wie gesagt, keinen Bezug zu Cum-Ex bislang haben. Johannes Kahrs hat sich naturgemäß vor den Medien nicht zu dieser Sache geäußert. Aber viel interessanter ist der Fall ja auch, weil es auch Olaf Scholz betrifft. Was vermuten Sie, er hat ja Gedächtnislücken bei seinem ersten Auftritt vor dem Untersuchungsausschuss. Wie wird das weitergehen? Wie viel Schatten wird das auf seine Kanzlerschaft werfen? Olaf Scholz hat sich vor dieser ominösen Entscheidung, dass man das Geld nicht zurückfordert, mit dem Bankier getroffen. Anwalt dieses Bankiers sagte auch mal im Untersuchungsausschuss, Sinn des Treffens war es, dass die Steuerrückforderungen sich in rosa Wölkchen auflösen und es dann auch schließlich passiert. Olaf Scholz streitet ab, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Treffen und der Entscheidung, aber er kann sich wiederum ja an nichts erinnern. Also er muss sich entscheiden, entweder er hat keinen Einfluss genommen oder er kann sich nicht erinnern. Beides geht nicht. Wie weit wird ihm das schaden als Kanzler? Was glauben Sie? Es wird immer ein weiteres ans Tageslicht kommen. Also diese Affäre wird ihm, das ist meine Prognose, bis Ende seiner Kanzlerschaft überschatten. Oliver Schröm war das, investigativer Journalist beim Recherchenetzwerk Korrektiv. Herzlichen Dank.